Ja, hallo, hier erstmal wieder der Kevin für euch. Der Marc hat mich darum gebeten, auch bekannt unter Blackie, ein Deck-Tag zum 4-Color-Deck von mir zu machen. Es ist ein Oko-Zenith-Deck ohne Rot. Es kommt so ein bisschen bei mir aus dem Maverick raus. Werdet ihr vielleicht auch sehen, wenn ich das Deck jetzt mal zeigen werde. Und ich fange mit den Ländern an. Dann kommen erstmal zwei Forests, das sind in dem Fall Snow-Covered Forests. Zwei Inseln. Zwei Polluted Delta. Drei zerzauste Heiden. Vier Misty Rainforests. Das waren die Fetch-Länder, die ich da drin spiele. Es sind an der Zahl sind es 9 Stück. Ist wichtig, um auf die Snow-Covered Basics zu kommen. Da werdet ihr später auch sehen, warum. An Duels spiele ich 2 Tropical Islands. Eine Savanne, eine Tundra, ein Underground Sea und ein Bayou. Und weil ich finde, im Legacy immer eine gute Karte sollte man spielen, auch wenn es vielleicht ein bisschen gierig aussieht in einem vierfarbigen Deck, sind Wastelands. Habe ich 2 an der Zahl. Das war es auch schon zu den Ländern, sind an der Zahl 22 Stück in dem Deck. Gehen wir mal weiter. Ich spiele noch als Artefakt, 3 Astrolabs. Hier ist es halt, dass man das Snow-Covered Mana für das Spielen des Astrolabs braucht. Und das Astrolab ist wichtig, um eine Karte zu ziehen und sein Mana zu fixen. Was ich noch spiele, sind Brainstorms. 4 Stück an der Zahl. Jeder, der sich ein bisschen mit Legacy auskennt, kennt die Karte. Ist einfach meiner Meinung nach eine der stärksten blauen Karten im Legacy. Und in einem blauen Deck sollten auch 4 vertreten sein. Zu den Artworks. Das passiert einfach, wenn man in seine Community fragt, hat noch jemand ein Playset Brainstorms günstig abzugeben? Dann kriegt man es so. Muss man mit leben. Noch eine blaue Karte, die im Legacy immer vertreten ist, also nicht immer, aber in fast jedem Deck, ist Force of Will. Hier in dem Fall auch 4-mal vertreten im Deck. Ist tatsächlich eine Karte, die ich persönlich sehr oft rausboarde, die einfach in Combo-Matchups super wichtig ist, damit du nicht Turn 1 gegen ein Show and Tell verlierst, gegen ein Reanimate oder. In sehr, sehr vielen Matches tatsächlich eine Karte, die ich sehr, sehr häufig boarde. Kommen wir zu den vertretenen Planeswalkern im Deck. Da spiele ich 3 Okos. Aktuell mit der stärkste Planeswalker im Legacy und am häufigsten vertreten. Wird bei mir im Deck gespielt als Win Condition. Er kauft auch Zeit, weil der Gegner meistens versucht, den Oko auf dem Board erstmal zu handeln und ich so wieder Zeit habe, mich ein bisschen aufzuziehen. Gewinnt das Spiel, macht mir Food Tokens, die ich nachher werde ich noch euch eine Karte zeigen, wo ich die Food Tokens auch mit gebrauchen kann, um mich zu rampen. Kreiert die auch, gegen Burn ist er gut oder super vielseitig einsetzbar. Und der andere Planeswalker ist der Teferi. Der Teferi macht meine Sorceries mit Instant Speed. Da spiele ich ein Green Sun Zenith im Deck, werde ich nachher auch noch drauf eingehen. Und der Minus-Effekt mit dem Bounce und dem Draw ist sehr stark mit der zuerst gezeigten Karte mit dem Astrolab, da ich 2 Karten ziehen kann und er dadurch sehr schnell Value generiert. Außerdem ist die Fähigkeit, dass mein Gegner nur noch mit Sorcery Speed spielen darf, einfach super strong im Legacy. Dadurch zwinge ich dem Gegner einfach mein Spiel auf und das will ich mit dem Deck. Und das gewinne ich auch meistens. Kommen wir zu den Point Removals. Da spiele ich 2 Swords to Plowshares, weil es einfach der stärkste Removal im Legacy ist und in vielerlei Hinsicht durch das Exilen einfach auch Marit Lage und so weiter ohne Probleme handelt. Natürlich sind die 20 Leben immer so eine Sache, aber gut, die nimmt man auch mal in Kauf, wenn man das Spiel sonst verlieren würde. Meine anderen Removal sind 2 DKs. Hier
beantwortet man kleinere Kreaturen, die Planeswalker, man beantwortet den Oko damit und wichtig, man kann es nicht countern. So, kommen wir zu dem eben angesagten Green Sun Zenith. Wer das Maverick Deck Tech gesehen hat, der hat auch schon was von der Karte von mir erzählt kriegt. Es ist einfach auch in Hidden Deck eine sehr wichtige Karte, um an die ein oder andere wichtige Kreatur zu kommen, die hier als One-Off gespielt wird oder auch als Silver Bullet funktioniert. So, und dann kommen wir zu den Kreaturen. Eine Triad Arbor ist einfach der schnelle Ramp mit dem Green Sun, falls der Mana-Dude gerade nicht am Start ist. Ist, finde ich, noch eine etwas fragwürdige Karte. Ich bin halt am überlegen, ob ich es vielleicht cutte. Ich habe, seitdem ich das Deck spiele, glaube ich, einmal den Green Sun auf x gleich 0 gemacht und habe sie vielleicht einmal gefetcht, um damit zu blocken oder so. Also meiner Meinung nach habe ich öfter das Problem gehabt, dass ich sie Runde 1 auf der Hand hatte und ein Fetchland oder ein Basic Forest einfach besser gewesen wäre. Deswegen bin ich da noch so ein bisschen am Testen. Aber ihr könnt ja gerne auch mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, ne, Freunde. Dann kommen wir zu den Mana Dogs, die angesagt wurden. Da spiele ich 2 Noble Hierarchs, weil einfach gut geben. Bis auf Schwarz, das in dem Deck minimal vertreten ist, geben sie alle Farben, die man braucht. Der Exalted Trigger, der macht noch ein bisschen Aggro. Und ja, sind auch noch so Überbleibsel von meiner ganzen Maverick-Geschichte, die ich so sonst gerne spiele. Dann habe ich noch, eben erwähnt, die Gilded Goose. Die Gilded Goose verwertet die Food Tokens, die ich mit dem Oko mache. Kommt rein, bringt ein Food mit. Lässt Runde 2 somit auch schon einen Planeswalker spielen, wenn man sie Runde 1 legt. Und danach kann man mit ihr aber auch für 2 Mana und sie tappen noch einen Food erzeugen. Das macht sie meiner Meinung nach vielseitiger als den Hierarch, der 0-1er Buddy nur hat. Hier haben wir den 0-2er. Und sie fliegt eher nicht. Was vielleicht auch je nachdem relevant sein könnte. Gut, so viel zur netten Gans. Dann haben wir hier noch im Einsatzslot ein One-Off Hex Drinker. Der ist tatsächlich eine Win-Condition mit seiner Fähigkeit. Den kann man leveln und wenn man ihn auf Level 8 hat, hat er nette 6-6 Schutz for Everything, Progenitus in klein und kann auch ganz schnell mal den Gegner vor Probleme setzen. Dann auf der 2. Haben wir einen Scavenging Ooze. Ooze kann mit dem gegnerischen Friedhof super interagieren. Als One-Off ist er gut gegen Reanimate oder auch gegen andere blaue Control-Legs, die mit Snapcastern arbeiten. Oder. Also kann auch mal die jetzt neu gekommenen Giganten mal schnell einen rausnehmen. Immer eine gute Karte im Legacy, weil im Legacy sehr viel über den Friedhof gespielt wird auch. Was mehr als einmal vertreten ist, nämlich in einem ganzen Playset in Hidden Deck, ist die Icefang-Kote. Meiner Meinung nach die Baleful Strix in cooler. Ist immer so ein bisschen die Sache, der Death Touch auf der Karte ist nicht fest. Dafür braucht man 3 Snow-Covered Permanents neben ihr. Sie zählt sich nicht selbst. Dafür hat sie Flash. Das macht es noch ein bisschen interaktiver, wie man sie einsetzt. Man kann auch einfach mal Mana offen halten. Wenn der Gegner in grob das Deck kennt, könnte er befürchten, man hat eine. Ist immer so ein bisschen, auch so ein bisschen Mindgame mit der Karte. Ich mag sie sehr gerne. Kommen wir zu den besagten Titanen. Da spiele ich einen Uro. Der Uro besagt, dass man, wenn er ins Spiel kommt, ihn opfert, wenn er nicht escaped wurde. Wenn er das Spielfeld betritt, kriegt man 3 Leben, zieht eine Karte, darf ein zusätzliches Land ins Spiel legen. Und danach wird er dann halt, wie gesagt, wenn er nicht escaped wurde, geopfert. Die Karte ist als Win Condition drin, früh Value. Man zieht eine Karte, man rampt sich, man kriegt Leben. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Die gewinnt einem alleine gegen Burn. Hat sie bei einem FNM auch schon. Und ja,
einfach wirklich Banane, die Karte. Mir gefällt sie sehr gut. Dann habe ich als One-Off einen Tireless Tracker. Der Tireless Tracker ist halt auch so eine Karte. Ja, ich mag ihn ganz gerne. Er kann ein bisschen was, er zieht die Karten, er wird groß, wenn der Gegner einen machen lässt und er kann auch mal das Spiel gewinnen. Aber das wäre vielleicht noch so eine Karte, wo ich sagen würde, den könnte man vielleicht auch rausnehmen oder durch was anderes ersetzen. Da ist aber immer noch der Maverick-Spieler in mir, der gerne viele One-Offs hat, der da irgendwie noch so ein bisschen dran hängt. Aber ja, im Großen und Ganzen eigentlich eine sehr solide Karte. Dann kommen wir zum Leovold. Der Onkel Leo ist zweimal vertreten. Zieht auch maximal eine Karte für sich immer, wenn er vom Gegner auf dem Board beantwortet wird. Meistens mehr, sehr stark gegen blaue Decks, durch den Effekt, dass der Gegner immer nur pro Zug eine Karte ziehen darf und mit einem 3-3er-Bunny eigentlich auch ganz stabil. Und kommen wir zur letzten Karte, die noch in dem Deck vertreten wird. Hier eine Kreatur für 4 Mana. Das ist das Questing Beast. Das ist tatsächlich die Karte, die in dem Deck mir bis jetzt die meisten Games gemacht hat. Doch noch vor Uro, weil den Uro spiele ich noch nicht so lange. Das Questing Beast habe ich die ganze Zeit jetzt schon drin, seitdem ich mit dem Deck rumexperimentiere. Sobald die Karte kommt und nicht schnell beantwortet wird, sie tut dem Gegner direkt schon mal weh und reißt noch einen Planeswalker mit sich. Und ja, der Text ist eine Menge. Ich kann ja mal ein bisschen erzählen, was sie so hat. Sie hat Wachsamkeit, sie hat Death Touch, sie hat Haste. So, jetzt habe ich das erstmal schön gedenglischt, aber jeder weiß, wovon ich rede. Das Questing Beast kann von Kreaturen mit Power 2 oder weniger nicht geblockt werden. Das ist aktuell bei den ganzen Icefang-Kotals und Baleful Strix super, weil die haben zwar Death Touch und sind dafür da, diese Kreaturen zu handeln. Sie sagt einfach, Edge, machst du nix. Wenn das Questing Beast Kampfschaden zufügt einem Spieler, kann man einem Planeswalker, der der Spieler kontrolliert, genauso viel Schaden zufügen. Das ist mal mit einem Exalted Trigger auch ganz schön mal auf 5, frisst die ein Chase weg, ein Teferi weg, ein Oko weg. Was gerade so beim Gegner da ist. Vor allem, man geht mit ihr straight face und macht nochmal 4 Schaden mit einem Exalted Trigger, auch mal 5 Schaden auf den Planeswalker von dem. Das tut dem Gegner schon weh. Was sie noch kann, das ist, dass Combat Damage von Kreaturen, die ich kontrolliere, kann nicht verhindert werden. Das heißt, selbst wenn der Gegner sie mit einem True Name blockt, stirbt der True Name. Weil Schutz vor dem Spieler sagt, dass der Schaden nicht stattfindet, kann aber nicht verhindert werden. Auch da sagt sie einfach Age. Hat eine Menge Text, super, super stabile Karte. Ich spiele sie in dem Deck und ich spiele sie auch in Maverick. Ich finde, dass grüne Decks diese Karte einfach brauchen. So viel dazu. Ich mache jetzt eine kurze Pause, trink was und komme dann zum Sideboard. So, dann kommen wir mal zum Sideboard. Hier ist noch super viel Luft nach oben. Es gibt so ein paar Karten, die sind meiner Meinung nach gesetzt. Es gibt ein paar Karten, die sind mal drin, die gehen wieder raus. Ich fange auch erstmal mit den Karten an, wo ich einfach gedacht habe, na, hast noch Platz, nimmst du mal einen mit und guck mal, wie oft ich ihn brauche. Und dazu gehört auf alle Fälle der Path to Exile als One-Off. Ist in einem Meta, wo viele große Kreaturen gespielt werden, nicht verkehrt. Gerade bei Dark Depths gibt man dem Gegner lieber ein Land als 20 Leben, weil die muss man auch erstmal wieder gehandelt kriegen, die 20 Leben. Daher den I'm Path to Exile. Ist meiner Meinung nach aber auch eine Karte, die auch ohne Probleme ersetzt werden könnte im Sideboard. So eine Testkarte halt. Dazu zähle ich auch definitiv den Orm's Chant. Ist eine witzige Pet-Karte, die ich tatsächlich schon in mehreren Listen gespielt habe im Sideboard und die auch immer mal wieder in meinen Listen auftaucht. Hat auch schon witzige Sachen gemacht, war aber nie so ein Must-Have, war immer mal so ein Nice-to-Have in einem Matchup. Oft habe ich es auch geboardet und nicht gezogen. Das kommt aber dann auch noch aus dem Maverick, wo du einfach auch nicht den Card-Draw hast, das mit diesem Deck hast du es einfach, weil jede Karte schreit eigentlich, zieh eine neue Karte.
Und da kommt man auch ganz schnell mal auf so One-Offs im Sideboard. Gehe ich weiter. Dreimal vertreten tatsächlich Well of Summer. Muss ich auch nicht viel zu sagen. Jeder, der sich mit Legacy ein bisschen beschäftigt hat, hat die Karte schon gesehen. Sie gewinnt einfach im Alleingang Spiele. Gerade aktuell in diesem ganzen Value-Power-Creep, der stattfindet in den Decks. Gewinnst du mit Gegner, Force, du Well of Summer und der Gegner kommt nicht mehr hinterher. Also das hat mir schon so oft das Game gemacht, wenn der Gegner den Force drin lässt und in ein Well of Summer läuft. Das ist super, super stark. Dann habe ich zwei Black Engineers im Sideboard, um gegen Decks wie Death in Texas oder kreaturenlastige Decks einfach noch ein bisschen Zeit zu haben, indem ich die ganzen Kreaturen kleiner schraube oder sie sogar direkt wegräume. So, dann kommen wir zu einer Leyland of the Void. Warum eine Leyland of the Void? Blackie hinter mir reißt schon die Arme hoch und jubelt. Ist immer so eine Sache, weil viele ja entweder keine oder vier. Ich bin der Meinung, man kann auch einfach eine spielen und das Surgical weglassen. Weil in so Matchups wie gegen Reanimator oder so, wo man wirklich gezielt auf den Graveyard Hate boardet, da ist die Leyline auf der Starthand immer stärker als das Surgical. Daher die eine Leyline. Aber wenn ihr eure Meinung dazu habt, haut sie bitte jetzt in die Kommentare. So, dann haben wir zwei Force of Vigor. Ist eine super stronge Karte, um Artefakte und Verzauberung zu handeln. Hat mir jetzt vor kurzem erst noch auf X-Mage gegen Dessen Hawks das Game gemacht. Ja, muss man gar nicht mehr viel zu sagen. Man tradet im besten Fall auch noch 2 gegen 2. Es ist nicht so dieses klassische Force-Problem, dass man zwei Karten gibt, um eine Threat zu beantworten. Meiner Meinung nach, wenn man grün spielt, sollte man die im Sideboard haben. Dann kommt ein Pflasterstorm. Warum? Weil ich ihn habe, ist definitiv auch so eine Karte wie der Pass und der Orgrim's Chant, wo ich immer mal noch so ein bisschen am Rumexperimentieren bin. Möchte ich die haben? Brauche ich die wirklich? Ich nehme sie öfters mal rein. Ist manchmal ganz gut, wenn man auch den Platz hat, dann nimmt man ihn mit. Aber da kann vielleicht auch mal was anderes her, weiß ich noch nicht. Dann wiederum eine Karte, die meiner Meinung nach gesetzt ist. Der Collector Oof war, wo Preach noch ein Deck war, super, super strong. Mittlerweile ist er immer noch gut. Er schaltet die Astrolabs ab, halt auch bei mir. Ich kann aber drauf spielen, weil ich weiß, ich habe ihn im Deck. Ich kann einen Green Sun drauf spielen und vorher meine Mana Base so abstimmen, dass er mich nicht so stark beschneidet. Er schaltet die ganzen Equipments ab. Und LEDs und Lotus Petal und. Das ist schon gegen Matt super, super stark. Und als Kreatur Green Sun Zenith Target, darum einem Sideboard, tut keinem weh. Dann haben wir noch ein Point Removal. Das ist die Astrophy. Die zerstört eine bleibende Karte und der Gegner darf sich ein Basic Land raussuchen und es ins Spiel bringen. Ist gut gegen Planeswalker, kann halt gecountert werden, daher die eine im Sideboard, weil sie auch größere Sachen beantwortet und Länder beantworten kann tatsächlich. Das macht die sehr gut, meiner Meinung nach nicht so gut, um sie ins Mainboard zu packen, aber für einen Sideboard ist Platz. Und dann kommen wir noch zu einer Enchantment. Carpet of Flowers. Sehr gute Karte im aktuellen Meta, dadurch, dass sehr viel Blau unterwegs ist, auch sehr viele Basics und durch Astrolab und so weiter und so weiter. Was bei der Karte zu beachten ist, ist das Wording, dass du in deiner Main Phase dieses X-Mana in deinem Pool machst. Was macht Carpet of Flowers überhaupt genau? Du kriegst so viele Mana einer beliebigen Farbe, wie dein Gegner Inseln kontrolliert. Heißt, wenn dein Gegner zwei Inseln hat, du in deiner ersten Main Step den Carpet of Flowers droppst für ein grünes, hast du immer noch die Möglichkeit, in deiner zweiten Main Phase zu sagen, ich möchte mir X
Mana, in dem Fall nehmen wir schwarz, in meinen Pool geben, weil mein Gegner kontrolliert zwei Inseln. Es rampt einen ungemein. Und wenn der Gegner blau spielt, ist der Carpet oft eine Karte, die ich mit reinnehme, mit Green Sun Zenith. Es macht einfach so viel Spaß, wenn man in der dritten Runde sich einen Hierarch droppen kann und noch einen Questing Beast mit dem Prince an raussucht, um den Gegner einfach mal für 6 oder so hauen zu gehen, weil schon der zweite Hierarch Runde 1 gespielt wurde. Es ist echt eine sehr, sehr schöne Karte. Ja, so viel zu meinem Four-Color-Deck. Jeder, der mitgezählt hat, ich spiele 61 Karten. Warum? Weil ich es kann. Ich tue mich immer schwer, irgendwie dann doch noch den Cut zu finden, obwohl einige Karten auch jetzt im Deck-Tag diskutiert waren, wie die Triad oder der Tiles-Tracker. Gut, aber so viel dazu. Schreibt in eure Kommentare, was ihr von dem Deck haltet. Jeder, der mich kennt, kann ja auch mal seine Meinung dazu sagen. Die meisten kennen das Deck ja schon. Und ja, wir sehen uns dann, wenn die Krise vorbei ist. Toi, 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 bleibt gesund, Freunde. Ich bin raus. Tschüss.